Ihr Lieben, wir sind schon wieder vor den Sirenen und der Skilla. Heißt die Skilla? Skilla. Gucken, was wir heute für einen Song für uns bereithalten. Still practicing, are we? Surprised to see us again, lady? Because we're not going anywhere. This is our big comeback tour, after all. I thought I dealt with you last time, yet here you are. Am I going to have to drive you back into the sea? Yes. I don't know. Am I going to have to tell Jetty and Roxy to play their hearts out? No, I'm not. Because that's just what they do. Don't you, ladies? So eine unsympathische Band oder Front-Lady. Die anderen dürfen nie was sagen. Und die letzte Folge schon gesagt. Ich glaube, bei dem Boss ist unser Setup gleich ganz geil. Gerade unser Bandkreis, den man einfach ihr da schön hinstellen kann auf die Drummer. Oh, drin. Ich versuche mich kurz nur zu erinnern, was wir so hatten. Wir hatten genau den Bandkreis, der Nachburn und diese krassen Kugeln, die um uns herum gehen. Wir haben so, was ich immer Superfähigkeiten nenne, ne? Wenn wir XX Magie eingesetzt haben. Da ist sie. Oh! Ah. Damit können wir uns heilen. 25, glaube ich, dreimal. Ne, viermal mittlerweile sogar, so wie wir es hochgespielt haben. Vergessen. Oh, wir müssen schon mal geskillt kriegen. Wir haben uns jetzt aber gar nicht angeguckt, was die finale Form dieses Spells wäre. Das ist zum Anschauen. Ne? Falls wir nochmal die Gelegenheit haben, in Selene treffen. Aber bisher macht das hier einen sehr entspannten Eindruck. Ich wünschte, es wäre. Es kann alle, also die Gruppe suchen. Wir sind immer nacheinander irgendwie. Mhm. Ja, aber das burnt die halt so weg bisher. Das wird unbedingt hochgehen, weil ich glaube, es wäre auch gerade gegen Cerberus geil. Ich mir vorstellen. Ja, jetzt brauchen wir erstmal Mana. Ich muss mich kratzen. Das ist natürlich. Ah, das ist der normale Schuss, okay. Ich habe mich schon gefragt, wie der wohl aussieht. Okay, jetzt kommt Solo. Wer ist im Rampenlicht? Oh, die hatten wir aber nie im Rampenlicht. Was macht die denn wohl? Skylla selbst, meinst du? Ja. Oh, das ist ja mies. Willst du mich verarschen? Ganz kleine Ecke. Du brauchst den hier ready. Stimmt, wenn ich ja. Das stimmt, wenn ich eine Minisekunde und verwundbar habe. Und wir sind beim Sprint ein bisschen schneller, haben auch geskillt, glaube ich. Ja. Ah! Blöde Kuh, ey. Diesmal kommt übrigens keine Katze. Erste Session ohne Katze, gefühlt. Ja, schon drüben bei den Nachbarn. Aber vorhin nochmal da. Hat Jennys Herz erwärmt. Das war nicht verkehrt. Oh! Du bist auch noch nie so schnell bei dem Boss. Ja, weil ich Dash mache, nicht verwundbar. Diese Sekunde. Wer ist denn hier ready? Mein Heal ist schon die ganze Zeit ready. Ja, du könntest ihn durchballern. Ich glaube, es war exakt die Zahl, die dir fehlte. So, jetzt kommt noch die hier. Ja, Skylla, das Finale. Ah, Zahlen, die hochgehen. Ja, scheiß drauf. Hey, ich habe das schon strategisch gemacht. Erstes Ding, das war super easy. Geil. Okay. Ich glaube, es war der schnellste Run bisher bei dem Boss. Ja. Ich meine, das kommt wirklich auf die Bosse drauf an, welche Waffen finde ich besonders geil sind. Gibt es Statistiken? Also, ich behaupte jetzt mal später, weil in Hades musste man das hatte Hades 1 Statistiken. Ja, da kam später so ein Buch, was du geskillt hast. Da konntest du mal sehen, mit welchem Setup, was du kannst ja hier. Ich zeig euch das einmal kurz. Ich kann hier zum Beispiel markieren, sagen wir mal anpinnen, das. Plus das, plus das und plus das finde ich besonders geil. Mhm. Und dann siehst du das auch in deinem Buch. Mhm. Welche Fähigkeiten du exakt hattest und du kannst jetzt Screenshots machen, um dir gute Builds zu merken.
Ja, aber dann wahrscheinlich auch sowas wie, du hast x Sekunden bei dem Boss gebraucht, weil dein schnellster Try war. Also das ist echt interessant. Ja, ja, das sieht man alles. Er hat schon 140 Leben. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Das machen wir, glaube ich, Russi. Mehr Russi wäre geil. Und nach jedem Gebiet bekommen wir mehr Russi dazu. Ja. Solange wir einen Russi behalten. Jetzt haben wir das. Das finde ich eigentlich nicht so geil, ja. Weil wir, uns geht es auch noch nie aus. Heilen eines Gebiets ist halt auch so, Naja, vollständig halt für alle, ne? Achso, maximal 75 pro Monat. Ja, das ist jetzt auch nicht so viel. Nee, gerade wenn du schon 140 Leben hast. Nee, komm, wir machen das. Und wir haben ja eine Heilfähigkeit dabei, ja. Gerade mit der Suche. Also, finde ich okay. Das Ding ist halt, wenn du jetzt halt einmal unter die 20 fällst, ne? Collected works of Silas Lane Skiller and her sirens lie conspicuously scattered here, a parting vengeance on the sensibility of those who dare to take a closer look. A closer look. So, das ist auch die Folge. Das ist die Folge, auf die ich gewartet habe. Ich Bock auf Cerberus. Cerberus. Ich finde, die ersten zwei Bosse sind mittlerweile für mich als Zuschauer. Ja, aber ich habe doch die Serien gar nicht so oft gemacht. Oder? Das soll jetzt gar nicht so despektierlich klingen, aber sind für mich als Zuschauer immer so nett, Auftakt, ne? Spannend, wie sich der Bild entwickelt. Aber jetzt ist die Folge, also wo es halt, wo es zählt, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ich finde aber die zweite, der zweite Boss ist schon noch eine Herausforderung. Ja. Oh Gott, seht ihr dramatische Orgelmusik. Ich fange mit dem an. Wo kommt ihr? Burn. Dass die manchmal diese Dinger noch so überall schießen. Das wirkt ein bisschen länger als 2 Sekunden auf mich immer. Aber ich habe ein ganz schlechtes 2 Sekunden Gefühl. 1, 2, na doch. Diese Musik hier. Das habe ich schon mal irgendwann gesagt, aber gerade dieses Orgelthema. Ich bin schon fertig. Das Rot mag, auf Rot ist halt auch richtig. Das mag nicht so richtig passen, finde ich. Das hat so ein, weiß ich nicht, Flug der Karibik auf der Flying Dutchman-Feeling für mich. Ach komm, könntest du mal aufhören? Hast du gelesen, dass das nochmal komplett rebooten? Nee, nicht. Also ohne Johnny Depp dann quasi, es gibt einfach nochmal einen neuen Flug der Karibik? Warum? Und ich denke, es auch so reicht eigentlich, oder? Ja, ich meine, es war legendär zu der Zeit, aber... Also die gerade die ersten, gerade erst... Okay. Bester, ganz kurz. Ich bester, darf aber schon mal lesen. Das, okay, mach das und danach möchte ich wissen, was dein Lieblingsflug der Karibik-Film ist. Der erste. Okay, deine Spezialitäten werden größer und fügen bis zu 25 Schaden zu. Spezialitäten ist Y. Du kanalisierst deine Special schneller und verbrauchst aber ein bisschen Mana. Oder ja. Dein... Special angefeuert, ein Geschoss mehr. 1500 Schaden. Das ist ziemlich geil. Ja. Ja, das machen wir doch. Schreckensflammen. Aber ich hätte auch gesagt, der erste Safe. Der zweite und dritte haben ihre Momente, finde ich. Und über die, die danach kommen, reden wir gar nicht erst. Ja, wir reden über die OG-Zusammensetzung mit Orlando. Bloom. Und Johnny. Depp. Zack. Alles andere ist für mich nicht mehr. Hat, war für mich. Ja. Einen habe ich dann auch noch gesehen, der war richtig lame. Der mit dem Jungbrunnen oder so. Mit Jungbrunnen. Aber der erste war geil. Ich weiß auch, dass. Ich hatte das erste Mal gesehen, als Jenny den Schuh geklappt. Wenn wir das erzählen, ist fast noch als Teenager angeschaut. Du hast mir den gezeigt dann. Zack. Ich war so richtig hyped darüber. Du hast mich voll angesteckt mit dem Film. Ach, oh, diese Explosion im Nichts. Ach, komm schon. Ich find's nett, dass Jenny auch gleich so ein bisschen den Vorgarten mäht. Dass es schon mal da ist. Ach so, einer ist es nicht. Das ist halt nicht okay. Ja, der burnt doch jetzt. Ja. Weißt du nicht, wo die Explosion ist? Oh, der Feist ausgefällt, ne? Mir auch. Jetzt haben wir übrigens 7 Heals. Warum ist das? Naja, weil wir geskillt haben, dass alle on top kommen können. Achso, die kommen. Wenn wir die nicht ausgeben, deswegen habe ich sie ja nicht ausgegeben. Gut, das habe ich nicht aufgepasst. Randomly. Ups.
Da hätte ich mal aufpassen sollen. Okay, wuchtiger Sprint. Nachdem du eine Sekunde lang sprintest, erzeugst du eine Explosion, die 10 Mana kostet und Flächenschaden zufügt, oder? Schmelzofen-Explosion ist zerfasstes Bewirken bei Gegnern. Was? Unterdruck. Unterdruck ist was, oder? Was ist Unterdruck? Wir brauchen einen Tooltip. Betroffene Gegner allein 5 Sekunden Schaden, wird der Fluch erneut gewirkt, wird der Timer zurückgesetzt. Okay. Ja, das ist unser Bang, unser Crit. Das ist ja nicht verkehrt, Max. Oder? Ja, oder? Treuer Schild beim Betreten eines Gebietes reservierst du 30 Magie. Das finde ich auch immer strong. So Russi. Du kriegst halt noch mehr Russi. Ja. Noch mehr Russi. Das oder das in der Mitte, ne? Ja, ich glaube. Ich glaube, mehr Russi finde ich besser. Hat auch einen gewissen Synergieeffekt mit dieser Rüstungsfähigkeit, die wir gerade haben. Wo wir Rüstung ja behalten sollen. Das ist ja gar nicht verkehrt. Magie-Probleme hatten wir ja bisher noch nicht, eigentlich. Ja, aber krass, das habe ich nicht bekommen, dass das jetzt Stack 7 Heals. Weil gut, es klingt jetzt 7 Heals, muss halt erstmal auch quasi sie ready kriegen. Ich würde sagen, die haben ja auch Cooldown, ne? Ja, aber gerade bei so einem langen Bossfight wie Cerberus. Ja, kann geil werden. Ich meine, wie viel müssen wir? 100 oder 90, ne? Glaube ich, an einer von beiden Werten war es. Okay, entweder Boss und Flammenfrau oder Geld und mehr Mana. Geld haben wir jetzt schon 86, aber ich kann es nicht so gut einschätzen wie du. Ich glaube. Bosse nerven halt, aber egal. Aber so einer auch. Ach, oh, die fiesen, die auf den Inseln chillen. Boah. Endlaser einfach. Don't you hiss at me, hat sie gesagt. Das kann man auch ganz gut kontrollieren hier eigentlich. Immer im Kreis jedem mal so 3 Schläge mitgeben und weiter geht die Parade. Sie so ein Dance. Geil. Der gekriegt hat er gut. Ja, der war ja auch ready. Ja. Jetzt ist er wieder ready. Du siehst da oben links läuft der Kurt immer ab. Nur damit du das den Zuschauern vielleicht einmal erklärst. Und du hast es den Zuschauern gerade erklärt. Das ist Service, Danny. Hier einfach casual noch nebenbei. Da haben wir mal oben hingeguckt. Yeah. Sie macht erstmal nicht so lange die Außen. Komm schon. Ist das ein sexy Bandkreis noch? Miau. Bewegt sich ja gar nicht weg, ich kann es richtig wegburnen, wenn du willst. Ja. Ah, ich bin durch so eine Scheißwolke gelaufen. Kurz was Nacht, kurze Sonnenfinsternis. Wieder neulich darüber gesprochen, dass die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland irgendwie erst in Hand ist, wenn wir wahrscheinlich schon tot sind. Nee, haben wir nicht. Doch, war das nicht? Das war doch gerade vor ein paar Wochen, war das so eine Sonnenfinsternis in Amerika. In den Staaten. Haben gesprochen. Und dann habe ich, glaube ich, nachgeguckt, wo die nächste Totale in Deutschland ist. Ich gucke gleich nochmal. Weil ich glaube, es war unangenehm weit weg. Die Königs... Ich habe Salami, aber das steht da nicht. Königs Lamia. In den Trauergefilden fachen die Seelen, die ganz und gar in der Verzweiflung versunken sind. Und jene, die sich an der negativen Aura dieses Ortes laben. Auf die abscheuliche Königs Lamia, die ihre sterbliche Gestalt schon vor langer Zeit abgelegt hat, trifft beides zu. Sie beherrscht ihre selbsternannte Brut nur durch Furcht. Ob sie die Gründe für ihren brennenden Hass auf die Götter und die Sterblichen überhaupt noch kennt, das weiß niemand mehr. Nice. Zweimal bezwungen. Gibt es hier noch... Und ich nicht aufgepasst, ob das, ein ob das cachen, kam. Kein Geist mehr gesehen, ne? Nee. Hallo? Vielleicht habe ich das auch missverstanden. Vielleicht haben wir die Patch-Änderung auch missverstanden. Und mich wundert es, bis wir bisher noch keinen Geist getroffen haben. Andererseits stand da, glaube ich, ja, dass es dann öfter natürlich das kommt, was du equipped hast. Anyway. Oh, dein Sprint zerstört Geschosse der meisten Fernkampfgegner und bewirkt bei ihnen Versenken. Das könnte auch für die Schüsse von Cerberus gelten. Die du ja aber eh nicht abkriegen willst, ne? Ja. Aber halt, worst case, dann... Ja, ja, du stellst rasant, nein. Also weniger ist halt doof. Und du müsstest deinen Nitro-Schub abgeben hier. Ja, das ist auch doof. Also, nehmen wir ruhig den Sprint. Ich meine, Sprintfähigkeiten sind immer geil. Biong, ja. Wir haben jetzt schon 2. Ah, jetzt reden wir wieder mit ihr. Echo? Du hast doch diese nette Aura dann, ne? Um dich herum so. Ja. Oder das zeigt es ja, dass du gerade reflektierst quasi. Genau, das ist von ihm hier. Ja.
Nitro-Schild. Ein Schild. Ah, ein Schild der Schaden. Pro Begegnung, ja. Pro Begegnung, das heißt, also wenn ich im Boss funktioniert das einmal, oder was? Glassrock. Oh, was ist das? Obsidian? Das haben wir noch gar nicht. Das habe ich gerade durch Zufall gesehen. Das sieht auch mega undercover aus noch. Das hab ich, ey, das war wirklich, ich hab's nur entdeckt, weil wir hier rumgelesen haben und ich da blinken gesehen habe. Sonst wäre ich knallhart vorbeigelaufen. Ich hab's Daten gesehen, als du darauf eingeschlagen hast. Ah, ach, Enomir. Echo. Ja, sieh nur wieder, sorry. It's me, alright, Echo. I don't know how come you've been assisting me, but I'm a long way from home and could use all the help I can get going farther. Help going farther. Going farther. Dein Ausweichen steigt um 50%. Okay, das sinkt aber. Das ist so ein Dashen. Du erhältst die letzte Gabe. Was war denn das? Haben wir nicht gerade Dings? Die Hephaestia? Feuer haben wir gekriegt gerade. War das nicht Hephaestus? Nee, was nicht nochmal Hephaestus? Hestia noch? Ja, das war eben der Hestia. Wir haben doch im Feuersprint gekriegt. Achso, das war die letzte. Oder du manifestierst deiner letzten Belohnung. Genau. Also Gabe des Hephaestia. Oder eine zufällige Gabe aus der letzten Nacht. Na, ich komm, Hephaestia ist doch nett. Aber eine Kopie der letzten Belohnung heißt ja eine. Wir kriegen jetzt wieder. Hestia einfach. Achso, nicht nochmal den Sprint. Nein, das geht ja nicht. Ja, deswegen war ich auf mega verwirrt. Epic. Oder Infusion, das beides geil. Infusion, okay. Deine Angriff und Spezialitäten gewinnen für jede deiner Feuerfähigkeiten an Macht. Wie viel haben wir? 5. Steht da, du besitzt 5. Okay. Macht pro Feuergabe plus 2. Das macht ja gut, ne? Ist gut, oder? Kontrolliertes Abbrennen, deine Magiespezialität feuert zusätzlich ein Feuerball ab, verbraucht aber 10 Magie. 160 Damage. Ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ist ja doch epic. Ja, Infusion ist auch geil. Ich glaube, ich nehme die Epic. Mhm. Ganz kurz bevor, weil kann es sein, dass sie, ja. Echo, den gleichen Skin, also hier ja, stehen klar. hat wie Karen. Hat sie. Deswegen soll ich dir was schenken? Können wir ihr was schenken? Oh ja, soll ich dir was schenken? Mir nicht schon was geschenkt. Ihr nicht, oder? Ich glaube nicht. Na, mach doch mal. Wir haben es ja dabei. Even in a place of sorrow such as this, there's beauty, gentleness. I know not how to ease your burden yet, though perhaps this will help. Perhaps this will help. This will help. Ja, nicht. Nice. It's an honor. Ist immer geil zu sehen. Gut, was sag mal, aber man kann ja Leuten nicht over, also nicht zu viel schenken, oder? Ich glaube nicht, dass es hätte Hades 1 das zugelassen. Ja, nee, es hat so Herz, doch. Es hat Herzen und du fühlst die auf, aber wir haben dieses, wir haben hier noch die Übersicht nicht freigeschaltet. Ich wette, das gibt's hier dann auch. Ja. Und dann gibt's so, wenn du das voll hast, dann gibt's ein Special Event oder du kannst auf ein Date gehen, je nachdem so, welcher Charakter. Stimmt, es gab ja auch so Persönlichkeitsentwicklungssachen. Oh, mehr Mond. Oder können wir die Superfähigkeit verbessern? Und Hephaestos. Echt gut, oder? Ja, das finde ich eigentlich. Und der Apfel ist ja immer Upgrade, ne? Ja, und das andere ist halt Leben, Magie oder ein Waffen-Upgrade. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Zumal wir relativ viel Cash haben und uns jedenfalls auch noch was kaufen können. Wow. Ich weiß nicht, warum uns das Spaß gemacht. Nein! Oh, ins Gebüsch. Was hast du davon? Ja, noch. Das ist einfach nur Heal, ne? Ja, das brauchen wir gerade noch nicht. Also nach hinter unserer Rüstung noch. Wir müssen uns erstmal Golden Padders. Wenig lang. Hier lang. Was willst du denn zuerst? Ja, ich guck doch erstmal den Baum. So, ich. Da. Nee. Wir folgen noch diesen goldenen. Warte mal, wo sind wir reingekommen? Da. Muss doch dieser goldenen Spur folgen, um den Baum freizuschalten. Dann sehen wir, wo was ist. Mhm. Aber ich sehe nicht, wo es weitergeht. Links eigentlich. Oben. Und jetzt links, links, links. A golden bough. Oh nein. Das trifft ihn trotzdem hin. Was mach ich? Hey, warum sind die jetzt zweimal so komisch gegangen? Weiß ich nicht, die sind irgendwie abgeprallt an irgendeinem Collider. Ja. Flourish. Alter, Alter! Okay. Zuerst klären wir aber.
Ah, ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Can't do it. Ich bin gleich sehr gespannt auf den Mondskill, was man. Wir haben ziemlich glaube ich nicht angeguckt, was der letzte wäre. Oder wo es final quasi hingehen kann. Das sieht mich sehr. Ich wollte erstmal hier ein bisschen Platz machen, was wenn ja, man voll kämpft, macht, braucht man macht immer. Ja, macht ja Sinn. Oh, ich liebe das. Wenn das Gras so, guck mal. Ja. Okay, dann. Incoming. Eklig. Das ist eklig, was ja, diese Mundhände. Ja, ja. Das ist bei Dark Souls 3 aus dem Gegner, der besteht nur halt aus Hand. Der ist einfach eine Hand. Der läuft auch so auf den Fingern. Ganz, den kenne ich ganz wieder, ich weiß nicht warum. Es geht so Richtung Body Horror irgendwie, finde ich. Was? Wir machen von außen ja nicht so, da ist der. Von innen was? Du machst von außen gar keinen Damage, oder? Ja. So. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Dafür, dass wir es jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht einsetzen müssen. Drei können wir aber nur ausgehen. Aber zeig mal, wo es hinführt. Einmal final. Mühsal, dein Mondzimmer aktiviert die Effekte deiner Gaben mit der Einleitung. Schaden erleidest. Okay. Oder? Aber wenn du Schaden erleidest, dann passiert das. Und was war das andere gewesen? Nach der Wirkung deines erlangst du Geistesgegenwart. Deine Magieaktion sind 50% okay. Schneller. Du stellst rasant Magie wieder her. Okay, aber wir sind ja jetzt schon hier oben. Das heißt, wir gehen hier auch weiter. Ja. Entweder 50 Mana oder Geralt. Nee, komm, nehmen wir Mana. Was ist das? Eine Aufladung mehr. Und nächste Mal. Nächste Mal die Super, wenn wir es nochmal kriegen sollten. Jetzt sind wir schon bei 8. So oft kriegt man es aber auch gar nicht ready bei Cerberus. Aber es ist 8x25, oder? Haben wir die Stärke davon auch erhöht? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht. Ich glaube, war es plus 10 irgendwo? Kann sein, dass es sogar plus 35 mittlerweile ist. Aber wie gesagt, ich glaube, man kriegt es ja eh nur 3-4 Mal ready. Wenn überhaupt. Kommt ja auch mal sehr auf dem Bild drauf an. Ne? Aber unser Bild es lädt dazu ein, quasi viel Magie da noch einzusetzen. Smackes. Smackes? Was sind die hier? Das ist so ein süßer Name. Vor allem mit der deutschen Übersetzung Bitterherzen. Also die Marke, die sich nicht so durchgesetzt hat, neben Doppelherz. Ich habe noch nie mal ein Doppelherz gegessen. Oder ist es nicht getrennt? Doppelherz ist Ist das nicht so eine Rumpraline oder was? Nein, Doppelherz ist so eine angeblich mit weniger Zucker. Echt? Firma, die macht Doppelherz. Die macht so. Die hat so ein schwarzes und ein rotes Herz als Logo. Doppel. Nicht Doppelhaushälfte, Doppelherz. Google. So. Kraftquelle. Du erleidest 10% weniger Schaden und stellst etwas Mana wieder her. Ist nett. Du erhältst etwas Rüstung. 50 ist auch geil für den Boss. Oder deine Angriffe an Spezialitäten fügen Bonusschaden an Rüstungen zu. Hat der Boss hat keine Rüstung, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Ach, das sind so am Nahrungsergänzungskram und sowas. Hey, ich habe ganz was anderes im Kopf gehabt, glaube ich. Anyway. Ich habe Deutscher, kannst du einen Mark und ihn mit Doppelherz. Wir sind eigentlich voll mit Leben. Ja, wir haben 71 Rüstungen. So, dann fehlt uns noch das. Das ist schon ganz schön geil. Wir reiten uns halt. Ja, bestmöglich. Was denn? Was war? Das ist interessant, weil ich hatte mal geguckt. Wir haben jetzt, ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal erst. Beziehungsweise, nee, es ist das vierte Mal, wobei beim ersten Mal sind wir halt uns mit einem Schlag weggemacht. Ja, okay, da hatten wir aber, ich würde sagen. Da sind wir mit drei Leben da reingegangen und die erste Attacke, da haben wir das erste Mal gesehen. Das ist ja jetzt zwei richtige Tries gehabt. Beim ersten quasi richtigen Try hattest du ihn auf 4-5% gehabt. Das ist, der war sogar der beste bisher. Da war fast davor, ihn quasi zu First Try. Das ist schon krass, Mann. Krass. Oh. Letztes Mal hatten wir gefühlt so ein geilen Bild, aber der hat da irgendwie nicht so ganz sich ausgeschrieben. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das hier macht, wie eine andere Variante ist. Da
glaube aber, ein Gebiet könnte noch kommen. Ja. Ich glaube, es sind immer drei jetzt gewesen. Sonst sind sie gerade im zweiten. Es kommt auch dieses Doppelgebiet, oder? Ja. Wo so ein Doppelding in so einem Durchgang ist. Boah. Auf jeden Fall, glaube ich, fehlt ein Drittel. Was wir bräuchten, ist mehr Mana langsam, weil wir sind echt weil immer... Weil wir auch 30 reservieren jetzt immer, ne? Ja. Was aber gut ist, ne? Das ist schon eine starke Fähigkeit. Ja, ist dann doch. Damit gehen wir halt, wenn wir das gedrückt halten, auch immer Mana aus. Wenn es nicht stunt, macht es halt noch nicht viel Schaden. Ja, und gerade wenn wir sagen, wir skillen halt diese Mondfähigkeit so krass, oder wir haben sie so krass geskillt, dann müssen wir auch viel Magie oder wollen viel Magie ausgeben. Also ja, das wäre sinnvoll, das wird so erhöhen. Das hatten wir schon mal. Achso, das ist die Aufwertung davon, stimmt. Spezialitäten, mehr Schaden oder Bannkreis. Explosionsgeschoss mehr Schaden oder deine Spezialität für zusätzlich ein Feuerball. Den muss man halt mal fragen, wie kontrolliert kann man den einsetzen, ne? Naja, aber dieses Y machen wir doch die ganze Zeit. So. Mhm. Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich den Basic besser. Mhm. Ja, finde ich nicht verkehrt. Erstmal die Basics erhöhen. Oh, aber ist dann vielleicht doch schon wir kaufen vor dem Boss-Arena jetzt, oder? Und ja, ich weiß, dass wir noch Leben haben, aber wir sind voll basically. Wir haben 292. Ja, ah, schade, das reicht nicht ganz für... Beides. Was ist denn das Rechte nochmal? Das ist... Mana. Das könnten wir, aber wir könnten zwei. Wir könnten Fähigkeit plus Mana oder die 200er. Ja, Fähigkeit plus Mana. Ich weiß das. I wish he was just chatting with Apollo. Oh, not all of us are gifted with good looks and silver tongue and all. Got to work at something to be good at it. Like he couldn't imagine. Was hast du für uns dabei? Ah ja, Doppel. Nur ein Duo. Being talented is making things look easy. Take you and blacksmithing. For me it's quite like that, but with a bunch of other things. Was bietet ihr denn als Sternkonstellation? Kollision. Die Explosion des Hephaistos fügt Schaden in einem weiten Bereich zu. Grüße. Ja gut, für Mobs halt. Ja, ne? Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir danach weiterspielen. Ja, also ja, dann ist das mega strong. Okay, ganz kurz, bevor wir zum Boss gehen, ich muss mir einmal noch ein bisschen richtig hinsetzen. Und einen Schluck Wasser trinken, Brust, Jenny. Ja, ich will auch einen Schluck Wasser. Der Schau hat möglicherweise ein Wasser über sein Handy. Ein paar Tropfen. Nur ein paar Tropfen, also schon ein paar mehr Tropfen, ehrlich gesagt. Aber okay, sind wir bereit. Yes, wir sind bereit. Also mein Handy muss ich noch sauber machen, trocken machen nebenbei, aber ansonsten sind wir bereit. Nicht das erste Mal, dass das passiert. Bin gleich bei euch. Shit. Ich kann halt einfach nicht trinken, ey. Cerberus! Warum ist denn jetzt mein Mausfinger nass? Also, ich weiß warum, aber. Ja. Los, let's fucking go! Das Blümchen beim letzten Kampf auch schon die ganze Zeit da. Aber Jenny ist sehr diszipliniert. Das war schon ready. Aber wir sind fern davon. Zu wollen. Wir sind auf 84 Rüstung, müssen wir zerbraten gerade. Also das ist sehr ziemlich geil. Opa. Ich dachte, ich bin alle schon tot. Sprint ist geil. Oh, jetzt burnt er schön. Ja, der Burn ist richtig geil auf ihm, weil der jetzt stationär in der Mitte sitzt. Jetzt ist die Phase fast rum. Da hast du mal Damage überhaupt genommen. Ja, Doppeldamage, aber ganz entspannt. Vor allen Dingen, ich habe Damage gekriegt, da wo ich es nicht gesehen habe, weil er das Feuer ja schmeißt. Leider. Naja. Burn macht richtig. Okay, da spuckt er hin. Da kommt gleich eine Doppel-Explosion.
Na, ja. Wo sind die denn hier? Die gemeinen. Die machen aber ja keinen Schaden. Jetzt bist du gleich der Wechsel. Ja. Schön. 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 Antizipiert meine Leute so komplett weg. Ich meine, da lässt einem ja auch die Zeit. Da nimmt man sich die nicht gut. Wir müssen diese Dinger tatsächlich alle mal triggern, sonst. Oh, gute Idee. Ja. Burn! Er bewegt sich jetzt zwar, aber er bleibt ja immer noch ziemlich oft jetzt einfach hängen oder stehen. Auch gut, dass wir einen schneller einen Sprint haben gegen ihn. Was ich sehr handy finde. Ach, jetzt schon dieses In-Out. Nummer wieder. Hephaistos krittet fröhlich. Boah, wo ist der Platz? Da oben. Und sie. Sie. Klar. Nee, das würde ein bisschen Akku da sein. Ich glaube, der hat einfach zu lange kein Fresschen bekommen. Jetzt wird seine rechte Pfote nochmal abgefackelt. Schön. Ah, ist doch fies, ne? Man wollte nicht ins Mandala. Naja, stimmt, der Feuerball kommt ja initial. Das ist gut. Ich nehme alles zurück. Da werden die Kreise ausgepackt. Schön, die man richtig fressen. Oh, so, Rüstung down, aber easy. Nicht zu weit weg, sonst sind wir wieder nicht, wenn er seinen Feuerhagel da macht. Boah, da bleibt noch was übrig. Gut. Ist da oben. Oh. Weg. Das ist ganz entspannt. Bei Gelegenheit mal den Heal einfach reinballern. Wir haben 8 davon. Muss ich wieder aufladen. Sehr schön. Oh, fies! Fieser Winkel! Oh. Ja, jetzt hätte ich mich lieber geheilt. Ja, Rust, du hattest genug, es hat sich gelohnt, dich da zu heilen. Na, ist schon das Trigger auf dem Ball. Sehr gut. Ich bin schlamm. Einfach. Random die Mana ausgegeben. Kann den ja auch forcen, so ein bisschen, ja. Echt gut. Gegen den Strich. Oh, ja. Schön gemacht. Das war richtig sweet. Kriegt ihn ab, jawoll. Und da ist er fucking down. Oh, und wir haben so viel Heal übrig. Cerberus, it's really you. Having shed its coat of torment, the soul-devouring infernal beast beyond the gates of Tartarus reveals that it is not the monster it appeared, but one more infamously vicious still. No, wait, stay. Where did he go? There. Geil, Cerberus! Ja, jetzt können wir noch. Erstmal hier einen kleinen. Oh, den ich fast auf ihre Wunde an der Hand gehauen. Ja, das erzählen wir in der nächsten Folge. Aber erstmal dieser vor. Und dann machen wir einen Break, oder? Bevor wir. Ne, wir können doch in den Zwischenraum gehen, oder? Okay, ja. Oder? Da hört sich. Weil ich weiß nicht hier. Also, wir spielen ja eh noch weiter, aber da haben wir zumindest einmal sicherheitsgespeichert. Nun, da die Tore der Hölle weit geöffnet sind, wird ihr gefürchteter Wächter nicht mehr gebraucht. Umso weniger, da er dem rechtmäßigen Herrscher der Unterwelt treu ergeben ist. Kronos
warf ihn wie einen ungewöhnlichen Straßenköter in die Trauergefilde, wo er nun unermüdlich verzweifelt weiterwütet. Du warst noch ein Säugling, da ich das letzte Mal sah. Warum sollte er sich an dich erinnern? Genau, das ist eine gute Frage. Hat er richtig gut, also ein richtig guter Run gerade. Nice, okay, können wir noch was anlabern? The doleful residents of the morning fields would rather languish longer there than plummet deeper into the abyss, where only the most wretched shades reside. Nice. Only the most wretched serving Kronos. He was guarding the gates. Oh, das heißt, jetzt geht es wirklich in die Hölle. Manifest. Oh, wir sind unten. Oh, sorry. Ich hab gequetscht. Okay, wir gucken erstmal. Das macht ja jetzt nichts mehr, ne? Es ist ja weg, quasi unser Schild von da. Oder haben wir es noch? Du hältst 20 oder nur mindestens 21 in jedem Gebiet. Plus. Ich meine, wir haben jetzt wieder 10, ne? Aber kriegen aber durch wir eine andere überhaupt... Fähigkeit. Ja, ich glaube nämlich auch, das geht wahrscheinlich. Was ist das Neue? Der Drudenstein von dem Echo, ne? Ja, nachdem du eine Gabe gewählt hast, erhältst du mit einer Chance eine weitere Zufuhr. 25%? Das ist ziemlich stark, sonst könnten wir das nehmen, wo wir uns jetzt heilen. Vollheilung. Andererseits, wir haben halt Heilung sehr stark. Genau. Stark. Oder Mana-Rack oder... Ja, okay, das ist doof. Hestias Fähigkeit, was meinst du? Das ist wahrscheinlich, oder? Das ist ein bisschen die gierige Variante. Einfach mehr... Mehr noch, als wir haben. Aber es gibt ja keine Passive mehr, oder? Ich meine, wir brauchen weniger den Mana-Rack. Der ist doch nicht... Das maximale Mana wäre, glaube ich, gut zu erhöhen, ne? Ja, aber das gibt es ja nicht. Ja. Ja, das Leben immer hochzukriegen. Aber ich glaube... Ich meine, wir haben keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Aber wir haben halt die Heilung ziemlich hoch geskillt. Ja, wenn du jetzt konstant einsetzt zwischendurch. Ja. Wobei wir so... Je mehr beim Boss, desto besser. Müssen wir halt auch erstmal alles in Mana ausgeben können, ne? Deswegen vielleicht ja, entweder Heal oder das, würde ich sagen. Bin in den Drudenstein. So, wir skinnen es ein bisschen. Okay. Ein bisschen noch hochholen. Ja. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, was sich unter diesem höllischen Tor verbirgt. Cerberus besiegt! La 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 la. Und wir haben so viel Leben und Mana. Sorry, ich muss mich kurz freuen. Brauchen wir 2-3 Sekunden, um zu checken. Ich hab's geschafft. So geht's wrong. Bis dahin. Bis dann!